wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier am Almsee in Oberösterreich. Ich bin so überwältigt von diesem Anblick, dass ich natürlich zuerst Foto gemacht habe, bevor ich heute dieses Video beginnen lasse. Und ich werde gleich weitermachen, um nicht die besten Lichtstimmungen in der Früh hier zu versäumen. What's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around when we see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Immer ein Traum zu sehen, wenn die Natur erwacht. Wunderbar. Ich werde hier jetzt ein Bildchen ausmachen. Das schaut traumhaft aus. Der Nebel liegt noch sozusagen in der Luft. Die Wasserwaage einrichten. 10 Sekunden Belichtungszeit. Go! Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Wirklich wunderbar. Die Schwäne sind auch schon wach. Let's get out, we can leave this city. To the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count. Come on now and take my hand. Ooh. Ein wahres El Dorado. So geil. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Jetzt werde ich da hinübergehen Richtung Hütte, da liegt noch ein toller Nebel. Liebe Outdoor-Freunde, diese Stimmung ist phänomenal. Wenn jetzt hier hinten noch die Sonne durchkommt und es röter wird, dann ist es unglaublich. Ich werde dann noch weiter zur Hütte zurückgehen, um hier vielleicht noch näher ranzukommen bzw. das Objektiv wechseln, dass ich das 24 bis 105 aufschnalle und mit 100 mm vielleicht näher kommen kann. Aber jetzt werde ich hier nochmal eine Aufnahme machen. Es ist fantastisch. Ja, hier kommt schon das Rot durch. Des Sonnenaufgangs. Es ist unglaublich. Den Polfilter werde ich eindrehen. Blende 13, 0,6 Sekunden. Go. Ich bin hochbegeistert und geflasht. Das ist Fotografie. Steht auf, geht raus. Ihr werdet es nie bereuen, es ist unglaublich. Ist das geil? Ist das geil? Vergesst nie, auch Hochformataufnahmen zu machen, das zahlt sich auch immer aus. Das Almtal ist hier in Oberösterreich. Es gibt in der Nähe auch einen Wildpark, den werde ich vielleicht noch besuchen. Es ist einfach traumhaft hier und in der Früh selten wir auf. Darum eine tolle Stimmung mit Nebel und der aufgehenden Sonne, die sich hier schon etwas zeigt bzw. die Wolken anleuchtet, dass das so herrlich, herrlich rot aussieht. Jetzt die Hochformataufnahme.
Leider denkt man hier immer an Instagram, dass man ein bisschen schneiden kann. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hindrehen solle, und die Schwäne sind auch schon da. Ja, das, was ich angekündigt habe, habe ich gemacht. Ich habe jetzt das 24 bis 105 aufgeschnallt und werde hier jetzt hinaus fotografieren. Der Sonnenaufgang ist da, es ist rötlich und es gibt noch einen tollen Nebel über dieser Hütte. Das heißt, ich werde jetzt hier hinüber fotografieren. Einmal etwas weiter, ich werde die Blende schließen auf 13. Ah, ich gehe auf 11, den Fokus findet er nicht ganz, hier in der Spiegelung, und go. Liebe Fotofreunde, das ist Fotografie, das macht Spaß, die Stimmung ist unglaublich und die Schwäne kommen immer näher. Wenn der Schwan ruhig bleiben würde, dann würde ich auch mit einer längeren Belichtungszeit ihn nicht unscharf aufbekommen. Haha, er hat sich nicht bewegt. Jetzt dürfte er vielleicht scharf sein. Toll. Eine Hochkantaufnahme. Bitte, lieber Schwan, bleib ruhig, du hast hier eine gute Voraussetzung, die anderen sollen hier jetzt nicht herschwimmen. Das würde mir jetzt nicht helfen, das wäre kontraproduktiv. Still bleiben, 3, 2, 1, nicht schwimmen! Das Wunderbare oder das Arge ist, man kann hier überall stehen bleiben, es ist alles bombastisch. Jetzt werde ich hier diese Bäume als Rahmen nutzen und hier hinaus fotografieren. Blende 13, 1,6 Sekunden, go! Bild ist im Kasten. Ich war ja gestern den ganzen Tag am Tag unterwegs und absolut nicht zufrieden. Ich muss wirklich sagen, das frühe Aufstehen lohnt sich auf jeden Fall. Also geht raus in der Früh. Ich bin heute um 3:30 aufgestanden. Es zahlt sich immer aus. Ich hatte auch kaum Gelegenheit, ein Frühstück zu bekommen. Aber beim Herfahren gab es eine kleine Bäckerei hier im Almtal. Die hat schon um 5 geöffnet und das war wunderbar. Das heißt, ich kam sogar zu einem Frühstück. Ich habe jetzt einige Fotos gemacht. Ich bin hoch zufrieden. Das Equipment, das ich verwendet habe, ist vom Zubehör gesehen ein Bolfilter, den ich eigentlich immer verwende, und ein Grauverlaufsfilter. Einen ND-Filter habe ich natürlich nicht gebraucht, denn in der Früh hat es eben die entsprechende Lichtstimmung. Das heißt, ich habe hier nicht abdunkeln müssen, und außerdem ist das Wasser extrem ruhig, sodass ich wirklich keine Glattzeichnung brauche, denn das Wasser ist noch glatt und die Berge, die spiegeln sich wirklich toll hier im Wasser. Nebel, unperfektes Licht, was will man mehr? Und die Schwäne haben mich auch besucht. Jetzt strahlt die Sonne schon diese Gipfel an und jetzt werde ich hier noch ein paar Aufnahmen machen, um hier das auch noch festzuhalten. Und Nebel gibt es auch noch, was will man mehr? Herrlich! Ich gehe auf Blende 13, habe rund ein 13. der Belichtungszeit. Ja. Es ist einfach wirklich ein Traum, wenn die Natur erwacht.
Ich habe das Objektiv jetzt nochmal gewechselt. Ich werde jetzt mit dem 16 bis 35 mm hier nochmal rausfotografieren und die Schwäne sind schon wieder da. Besser gesagt noch immer. Wunderbar. Ja, die Lichtstimmung, die ändert sich extrem. Jetzt ist dieses Licht an den Bergen wieder weg, aber noch immer traumhaft. Etwas weitwinkeliger sieht es toll aus. Bitte, lieber Schwan, geh weg, jetzt brauche ich dich nicht. Ich gehe auf Blende 13, ein Zehntel und go. Der Wind geht jetzt auch schon etwas hier rein und macht das Wasser unruhig. Das heißt, die Spiegelungen, die verschwinden langsam. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, um mich zu wiederholen, früh aufzustehen. Denn wirklich in der Früh, aus meiner Sicht, gibt es einfach die beste Stimmung. Natürlich gibt es kein schlechtes Licht. Und wenn man es nicht schafft, zu jeder Lichtstimmung zu fotografieren, dann ist das die mangelnde Erfahrung des Umgangs mit Licht, wie ich euch das schon öfters erzählt habe. Aber natürlich in der Früh ist es einfach schöner. Ständig wechseln hier die Stimmungen. Es ist wie im Eldorado. Der schaut jetzt fast herbstlich aus. Jetzt werde ich hier mit dem Weitwinkel wieder ran. Fast panoramamäßig. Polfilter etwas eindrehen. Blende 13 wieder ein Zehntel. Nicht, dass jetzt keine schöne Stimmung mehr wäre, aber der Zauber ist so ziemlich vorbei. Es war ein bombastischer Morgen, es war ein toller Sonnenaufgang, der das Licht hier am Himmel gerötet hat und der Nebel, der war einfach traumhaft. Ich bin hochzufrieden und das sind die Momente, wo ein Fotografenherz höher schlägt. Wer es weiß, wer rausgeht in der Früh und wartet, bis die Natur erwacht. Es ist ein einzigartiges, tolles Schauspiel. Man hört schon die Vögel, die ganzen Tiere, die ganze Natur. Man spürt direkt, wie sie erwacht. Auch ohne diese Geräusche merkt man es, wenn die Lichtstimmung sich wandelt. Und es ist einfach wirklich fantastisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, wie schon gesagt, und ich wiederhole mich immer wieder, geht einfach in der Früh raus, steht auf um 3, 4 in der Früh, ist doch ganz egal. Nur wer draußen ist, der kann diese Foto machen, die ein anderer nicht machen kann. Die Abendstimmung ist zwar auch schön, doch aus meiner Sicht kann man sie nie mit der Morgenstimmung vergleichen. Die ist einfach noch einen Level höher. Das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Natürlich jetzt, wo die Tage länger werden, muss man natürlich auch früher aufstehen, aber das ist dem so. Aber man wird einfach belohnt. Ich war ja hier am Almsee schon mit der Sony A6400. Wer dieses Video kennt, das war eben wirklich Tagesfotografie. Auch okay, aber diese Stimmung wie in der Früh, die gibt es natürlich nicht. So, jetzt ist im Endeffekt das normale Leben hier eingekehrt. Jetzt werden dann wahrscheinlich auch die ersten Wanderer kommen. Die haben diese Stimmung nicht erlebt. Sie gehen vielleicht wandern, haben ihre Freude dran. Aber ja, einfach wunderbar. Was soll ich dazu sagen? Ich werde vielleicht heute noch hier den Wildpark besuchen, den es gibt. Ich werde ihn verlinken, beziehungsweise hier kurz ein Prospekt einblenden. Es soll hier auch Bären geben. Die Kamera werde ich mitnehmen, auch werde ich hier nur für mich Foto machen und diese nicht publizieren. Wildlife-Fotografie und auch Tierfotografie, das ist nicht mein Ding. Jetzt habe ich hier eine tolle Bildkomposition gefunden. Hier drüben seht ihr ein weißes Haus und das werde ich hier einfangen und etwas heranzoomen, denke mit ungefähr Brennweite 100 und dann möchte ich das hier nebelverhüllt einfach am Bild haben. So, schauen wir uns das Ganze jetzt an. Ich hoffe, man sieht das hier jetzt. Hier sind diese Bäume und hier dieses Haus. Ich glaube, das sieht man nicht sehr gut, aber trotzdem werde ich jetzt die Aufnahme machen und go.
Jetzt habe ich früher gerade noch angemerkt, dass die gute Stimmung weg ist, aber ich bin jetzt wieder begeistert. Das Licht fällt jetzt hier auf diese Berge, die sich jetzt spiegeln wieder im Wasser, nämlich mit viel Farbe, sieht fast herbstlich aus. Und hier noch ein Nebelschleier und hier seht ihr diesen Baumstamm und diese Äste, die durch das Wasser sehen. Das sieht sicher gut aus und hier werde ich jetzt noch eine Aufnahme machen. Ich bin begeistert einfach. Ich werde gehen auf Blende 13, ein Zwanzigstel, die Belichtungskorrektur auf minus 1,5 circa. Der Himmel hat Struktur, sehr gut und go. Was ich an diesem wunderbaren Fotomorgen loswerden will, ist, vergesst nicht, dass das Wichtigste in der Fotografie ihr seid, ihr macht das Foto und nicht die Kamera. Und das Wichtigste ist das Erlebnis, um zum Bild zu kommen und natürlich das fertige Bild. Vergesst einfach die ganze Technik, konzentriert euch auf euer Equipment, egal welche Kamera ihr habt, ihr müsst euch damit wohlfühlen. Eine Kamera würde ich nur wechseln, wenn ihr die Bedienung einer anderen besser findet und besser damit zurechtkommt. Kommt, habt ihr eine bestimmte Beziehung zur Kamera, gibt es auch die besseren Fotos. Aber eine neue Kamera macht keine besseren Fotos. Aber leider geht auch YouTube diese Richtung. Natürlich, wenn die Leute nur gewissen Content sehen, dann wird das verstärkt. Die Top-YouTuber bringen nur mehr Technik-Videos. Es gibt diese News, jene News. Ich bin eigentlich zu YouTube gekommen, weil es gab ein paar Fotografen, die in der Natur unterwegs waren und wunderbare Aufnahmen machten. Das heißt Abenteuer, Erlebnis und das Bild als Resultat dieser ganzen Bemühungen. Ich denke, das ist wesentlich wichtiger als irgendein Technikzeug. Die Technik ist schnell alt, Bilder bleiben für immer. Mit dieser traumhaften Ansicht hinter mir möchte ich mich heute von euch verabschieden. Wie gesagt, werde ich noch diesen Wildpark aufsuchen. Ich werde jetzt bald aufbrechen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Die Message dieses Videos ist, glaube ich, klar, schon gehört. Morgen aufstehen, okay. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Das hilft dem Algorithmus, um meinen Kanal vorwärts zu kommen. Ciao Papa, auf Wiedersehen. Geht raus fotografieren, ganz in der Früh, egal mit welcher Kamera. Adios.